Auf. Dann nehme ich Geld dafür. Dann kriege ich bestimmt ein altes Mikro, ne? Wahrscheinlich. Pass auf, ich sag's euch, Leute, er sitzt hier nachher mit Studiolampen beim LP. Damit die richtige Beleuchtung auf ihn ist, obwohl man ihn gar nicht sieht. Ja klar, muss sein. Du musst dich immer noch zeigen. Ja, ich weiß. Auf dem schönen Kanal, wo ich mich aufgezeigt habe. Und falls ihr mal auf meinen Kanal geht, man sieht mich jetzt auch auf dem Profilbild. Ja, das ist super fresh, das Profilbild. Also bis jetzt haben alle gesagt, das Bild ist übelst geil. Also ich find's lustig. Ich weiß nicht warum. Also die Mädchen haben gesagt, das sieht voll gut aus. Und die Jungs haben gesagt, das sieht voll oberfresh aus. Und also ich finde eine Knogge. Das kannst du aber auch sagen. Boah, das ist voll Tüfte hier. Ja, aber richtig Schnieke. Oh, alte Wörter. Die ganzen uncoolen Wörter kommen wieder. Nein, ich wollte Riva Revolution sagen. Kohle. Und die FPS ging runter auf 11. Also, ich gebe euch jetzt mal eine Aufgabe für diese Folge. Oder welche auch immer ist. Welche Haustiere habt ihr denn? Oder, also, habt ihr Haustiere? Oder welche Tiere mögt ihr am meisten? Falls ihr Haustiere habt, welche und wie heißen sie? Das würde mich sehr interessieren. Und dich bestimmt auch, oder? Meine heißen Peter, Hans und Chris. Nein, Tick, Trick und Track. Du hast Haustiere, oder? Ja, zwei Stück. Zwei Katzen. Die sind sehr süß. Wie heißen die? Luna und Sam. Die eine hat keinen Schwanz. Ja. Also ja, das Mädchen. Also, ja. Nicht, dass ihr denkt. Gebrochen einfach. Ja, der Schwanz war gebrochen und dann musste der abgenommen werden. Also ich habe natürlich auch Tiere, drei Stück. Zwei Meerschweinchen, einmal ein Männchen und ein Weibchen. Das gab ziemliche Probleme, nachdem ich sogar angepisst war, als mein Meerschweinchen auf meinem Teppich hat. Also nicht gepinkelt. Spaß gehabt hat und nicht getroffen hat. Alleine. Und ja, auf jeden Fall, das eine heißt Tyson, weil es ein eingerissenes Ohr hat und Holyfield hat halt nicht gepasst, weil Tyson... Wie sollte der heißen? Holyfield. Mike Tyson hat Holyfield nämlich das Ohr abgebissen. Falls ihr die Story nicht kennt, googelt mal einfach oder YouTube. Und Holyfield hat einfach nicht gepasst, das haben wir mit Tyson und die andere heißt Nelly aka Nele. Nele hört sich kacke an. Also Nelle oder Nele. Für ein Meerschweinchen. Dann hatte ich natürlich auch noch einen Hamster, also genau gesagt drei. Aber davon erzähle ich jetzt besser mal nicht. Warum? Ja, okay. Den einen hatte ich ein halbes Jahr. Der ist dann an irgendeiner Zuckerkrankheit, an irgendeiner Krankheit gestorben, ich glaube Diabetes. Voll krass eigentlich, dass jeder Diabetes haben kann, ne? Jedes Tier. Oh. Und Diabetes ist halt bei Hamstern zumindest, die fressen und fressen, aber werden immer dünner. Weil die es irgendwie nicht aufnehmen können und ja, der nächste ist gestorben, weil eine Hamsterkrankheit im Umlauf war, also und der war zu jung. Und der dritte ist dann auch nach 5 Tagen gestorben, wegen dieser Hamsterkrankheit, die im Umlauf war, aber... Der eine Hamster hat mich, der erste Hamster hat mich immer geärgert. Ja, der konnte aus dem Käfig raus und ist ihn dann, während er geschlafen hat, ins Gesicht gespuckt. Ja, ey, voller Killerhamster, aber der war echt cool. Ja, der war der geilste Hamster, den ich je hatte. So ziemlich. Und wir hatten mal einen Hund, Angie, aber der ist schon lange her. Ich hatte mal 3 Mäuse. War ein Bobtail. Warte, nee, 3. Warte. 3 Mäuse. 3 Wüstenrennmäuse. Ja, also was mich jetzt echt interessieren würde, habt ihr Tiere oder habt ihr nicht? Wenn ja, was für Tiere? Was sind eure Lieblingstiere? Erklärt sich zwar in dem Sinne, wenn man fragt, was für Tiere ihr habt, als ihr euch sie selber ausgesucht habt und wie sie heißen. Kohle. Du hast nach Kohle gesehen. Kannst aber noch umgehen und gucken, ob da ein Sturm ist.
muss ich erstmal wieder rauskommen. Ich glaube, ich gehe gleich einmal runter. Ja, ich höre gleich auch auf. Auch auf aufzunehmen. Hast keine Lust mehr? Oder machst du nur einen kleinen Cut? Ich bin müde. Wir haben jetzt 1.03 Uhr. Geht noch. Ich war krank, jetzt aber nicht mehr so, weil ich hier so viel sprechen musste. Ist ja nicht so, als ob ich das nicht gerne mache, aber es ist dein LP und du hast kein einziges Sprachthema, weil ich finde, Minecraft ist nur für Sprechthemen da. Ja, ich muss mir nichts, das war jetzt mit dem Aufnehmen war ja jetzt auch nur spontan, weißt du? Ja, also der hasst euch nämlich in Wirklichkeit alle. Ja, ich hasse euch übelst. Der macht das nur wegen Geld, vor allem weil er noch gar kein Geld damit verdient, weil er noch nicht 18 ist. Ich glaube, bei meinem aber ich habe meinen YouTube-Channel 18 gemacht. Ja, früher konnte man sich auch nur mit 18 registrieren, deshalb ist mein alter Channel auch noch 18. Und ich muss jetzt ehrlich mal sagen, was ich nicht verstehe. Saints Row, the third, kann ich modernisieren. Genauso wie Fallout New Vegas. Aber Terraria nicht. Vielleicht brauchst du für Terraria eine Lizenz. Für Fallout New Vegas von Bethesda glaube ich aber auch. Ja, ich glaube, Bethesda macht... Lizenz, dass du lizenzfrei machen kannst. Aber wenn ich so ein Spieleentwickler wäre, würde ich das auch lizenzfrei machen, weil da wäre es ja Werbung auch für mich, weißt du, für, also für mein Spiel. Ja, rate mal, wie ich Minecraft bekommen habe. Nein, nicht schon wieder Minecraft-Absturz. Nach... Ja, knapp eine Stunde. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Ja, nachdem Minecraft mal wieder abgeschmiert ist, fangen wir nun wieder an. Und in der Zeit war ich noch mal kurz bei mir in der Küche und so und habe auch jetzt eine Idee, worüber wir reden können. Auch wenn das Thema schon so gut wie tot gequatscht wurde. Die Minecraft-Entwicklung. Ja, Minecraft gibt es nun schon seit 2009. Um genau zu sagen, so, glaube ich, seit dem 10. September. Und wir sind nun seit der Minecraft-Alpha 1.6.1 dabei. Ja, es gab gute Minecraft-Neuerungen und doofe. Zum Beispiel finde ich das unnötig mit dem Hungersystem und den ganzen Zaubertränken und so ein Scheiß. Das Hungersystem ist ja noch ganz in Ordnung, aber meine Stimme hat sich gerade übelst weiblich angehört. Na, also... Klar, das ist cool mit Tränken und so, aber ich finde, das ist einfach nicht mehr Minecraft, weil Minecraft ist eigentlich einfach überleben und bauen. Also ich finde die Tränke unnötig, weil man sowieso zu lange braucht, um die Ressourcen zu sammeln. Und das mit dem Hungersystem geht noch klar, aber nicht, dass man, also ja, diese Animation hier mit dem Essen sind auch nicht gut. Aber dass er jetzt keine Geräusche mehr macht, wenn er sich verletzt, sondern... Also wenn ich jetzt eine Klippe runterspringe, breche ich mir natürlich nicht nur die Beine. Nein, ich fange auch an zu schreien. Ah, mein Knie! Oder sowas ähnliches. Und nicht einfach nur... haben sie auch nicht gemacht, ehrlich. Und was ich finde, was man jetzt nicht braucht. In der neuen Version gibt es zwei verschiedene Arten goldene Äpfel. Eine muss man chemisch herstellen. Die ist dann zwar übelst immer, also wenn ihr die habt, seid ihr übelst immer. Ihr könnt in Lava jumpen, euch passiert nichts. Ihr könnt übelst lange rennen. Ihr habt durchgehende Lebensregeneration irgendwie für 40 Minuten alles. Und das ist dann, ihr könnt dann nicht mehr besiegt werden, wenn ihr da noch eine Eisenrüstung habt. Guck mal, was meinst du, wenn Minecraft jetzt so in 1 oder 2 Jahren ist, ne? Ist Minecraft, ist Notch dann immer noch der Vater von Minecraft? Oder ist das Jeb? Oder Jeb, weil Jeb macht das ja im Moment weiter. Weißt du? Was meinst du? Ich weiß nicht, weil Notch hat damit angefangen, aber wenn Jeb jetzt weitermacht, ist es kein Minecraft mehr. Ja, und deswegen? Weil der übertreibt mittlerweile. Also Jeb hat auch gute Neuerungen reingemacht. Ja. Aber halt... Notch hat ja keine Lust mehr. Ja, Notch ist jetzt an dem neuen Spiel dran, an diesem OXCC irgendwas.
Ja, die machen jetzt auch ein MMORPG und mir fällt auf, die klauen immer mehr von neuen Spielen. Also Skyrim ist rausgekommen und plötzlich gibt es einen Drachen in Minecraft. Ja, ich glaube aber Minecraft hatte die Idee zuerst, weißt du? Ich bin mir nicht sicher. Ich jetzt auch nicht, deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ja, aber was mich ziemlich stört, ist die Zelda-Idee. Mit diesen Skylines von Skyward Sword gibt es schon seit dem ersten Zelda-Teil. ich bin absoluter Zelda-Fan. Kann ich jetzt und hier bestätigen lassen. Ja. Ich hatte jedes Zelda mindestens einmal original und einmal durchgespielt. Ich verfluche Majora's Mask. Warum? Es ist schwer. Gibst du, du hattest Angst? Nein. Ich hatte Angst bei Zelda Twilight Princess. Bei wo? Im Sandtempel. Warum? Da habe ich mich gegruselt von den Mumien. Weil ich war in diesem runden Raum mit diesem Schiebeding in der Mitte und einmal höre ich die ganze Zeit die Mucke vom Gegner und ich drehe mich und ich sehe einfach nichts. Und dann kam da ganz langsam eine Mumie angelaufen, die ich die ganze Zeit nicht gesehen hatte. Was verständlich ist, wenn jemand so lahmarschig läuft, als ob er betrunken wäre, nicht laufen könnte und auf dem Boden kriechend mit gebrochenen Armen. Verarschen? Wunderschön. So wunderschön. Ja. Ich würde mal sagen, da haben die den Bauchsprachvertrag nicht abgeschlossen. Egal, hier ist nur ein halbes NPC doch. Da auch. Ich würde mal sagen, die sind pleite gegangen. Darf ich auch mal sagen. Ja, auf jeden Fall so gut. Jetzt wollen sie ja die Skylines auch noch einbauen, das war nachher mit dem Ei von dem Enderdrachen in die Himmelswelt fliegen kann. Übrigens wird die Enderwelt jetzt